Ich hoffe, es geht dir gut. Eigentlich wollte ich rausgehen, dieses Video in der Natur machen, aber es ist wirklich so nass und grau und kalt, dass ich jetzt lieber in diesem Raum bin. Bevor ich beginne, am Montag, 8. Januar, also morgen, fängt wieder die Herzheilung an über Zoom. Und das wird etwas anders in diesem Jahr. Ich werde wirklich nicht mehr meine Methoden mit reinnehmen, sondern ein Channelings machen in Verbindung mit der Mutter des Lichts, in Verbindung mit den lichtvollen Wesen, die uns begleiten und uns auch in dieser Zeit und durch diese Zeit unterstützen. Und wenn wir in der Gruppe das so Channelings machen, diese Verbindung, dann kommen auch immer diese Menschen zusammen und es passt immer. Also es passt immer für alle, die beteiligt sind. Prinzip so wie auch mit den Videos. Es zieht ja immer die Menschen an, denen es auch hilft oder unterstützt, berührt oder etwas, ja, den ich oder die Wesen, die mit mir auf diesem Weg sind oder ich mit ihnen oder wie auch immer. Wir ziehen uns ja gegenseitig an. Und so auch in der Herzheilung. Und ja, du bist herzlich willkommen, wenn es dich anspricht. Es ist halt dann wirklich so in der Gruppe live nochmal anders, als wenn wir das Video schauen. Am 20. Januar mache ich mit Sandra hier in Kleinlützel nochmal ein Seminar zur Traumaauflösung und am 27. Januar online. Und da steht alles unter dem Video oder auf meiner Webseite, wenn es dich anspricht. Ja, also. Wie ihr merkt, bin ich wieder am Starten. Ich habe jetzt 3 Wochen oder länger, habe ich mich ganz zurückgezogen, habe ab und zu ein Video gemacht, aber sonst eigentlich gar nichts. Und das hat sich für mich sehr gut angefühlt. Und zwar gar nichts. Es war auch für mich nicht Ferien, weil wenn ich, vielleicht kennst du das, Ferien, da möchte man ja dann auch immer irgendetwas machen. Nein, es war einfach so eine stille Zeit für mich. Und in dieser stillen Zeit wurde mir richtig bewusst, dass ich auch diese Ruhe brauche. Diese Stille oder Ruhe oder einfach diese Zeit für mich. Und dass jetzt auch im Moment der Körper, nicht nur das Geistige, sondern wirklich auch der Körper wichtig ist. Dass das auch in eine Balance kommt, also dass nicht nur, dass wir da geistig weitergehen, sondern dass wir den Körper auch mitnehmen. Und ja, dass ich mich auch um den Körper kümmere. Genau. Die Verbindung zur Erde, das Erden, ist nach wie vor immer für mich eine ganz wichtige Verbindung. Die Verbindung, also so quasi als multidimensionales Wesen, wenn wir all diese
wir uns da wirklich wieder aktivieren und uns verbinden und unser Hirn auch erweitern, das Gehirn, das ist ja auch, hat ja ganz viele Fähigkeiten, die da noch still liegen oder schlafend sind, ist es auch wichtig, den Körper auch den Körper mitzunehmen, auch den zu aktivieren und zu stärken. Und die Verbindung zur Erde, diese Bodenhaftung oder das Bodenständigsein, ist für mich sehr wichtig, um mich auch geistig zu öffnen, zu erweitern. Es gibt mir Kraft, Vertrauen. Die Verbindung zur Mutter Erde ist so, gibt einen Halt, also für den Körper, also materiell, physischer Körper, aber auch insgesamt fühle ich mich gestärkter, kraftvoller. Und ja, im Vertrauen in das Leben, in den Körper, in das Menschsein. Und wenn ich dann in einer anderen Dimension bin oder mein feinstofflicher, dann ist es vielleicht nochmal anders. Aber ich denke, der Wandel, der braucht diese Verbindung, weil wir jetzt hier auf der Erde sind. Im Körper. Und der Körper ist ein Teil der Erde. Genau. Und wenn ich ganz mein Lichtkörper ganz in meinem Körper, ganz in meinem Körper ziehe, mit der Vorstellung. Wenn ich mir vorstelle, das ist eine schöne Übung, die ich auch immer wieder mache, dass ich mir vorstelle, dass über mir mein Lichtkörper ist. Also, mit der Vorstellung, wie mein Körper aus Licht und ich diesen Lichtkörper ganz in mich hinein ziehe mit dem Atem oder einfach mir vorstelle, wie dieser Lichtkörper ganz in mich hineinschlüpft, bis die Füße in den Füßen sind. Gesäß im Gesäß, die Schultern in den Schultern, der Kopf im Kopf. Und ich mir dann Gedanken sage, ich bin ganz in meinem Körper, verbunden mit der jetzigen Energie von Mutter Erde. Verbunden mit dem reinsten Licht der Quelle. Dann fühlt sich das für mich so entspannt an. Ich bin ganz bei mir, ich bin ganz. Ja, ich nehme mich eigentlich, kann mir ja auch vorstellen, wie ich mich auch von allen Seiten her so wieder sammle. Und in dieser Zeit haben ja auch ganz viele Menschen so Ängste, die hochkommen und Unsicherheit. Und wenn wir diese Übung machen, dann kommen wir immer wieder so in dieses vertraute Gefühl im Körper.
Ich verbinde mich jetzt mit der Mutter des Lichts, mit der reinen Liebe von Herz zu Herz. Und du kannst dich auch mit ihr verbinden. Und ich bekomme jetzt eigentlich so das Bild von der Erde und wir Menschen und ganz viel Licht, ganz viel Licht. Und sie sagt, seid alles ganz reine Lichtfelder. Und das Licht, das ist oft wie so eben nicht ganz im Körper. Und das Bild hat jetzt noch schön ausgesehen wie wenn wir es noch ganz runterziehen, dann ist so wie der Stecker gesteckt und dann kann es noch mehr leuchten. So. Dann ist diese Verbindung mit dem Körper, mit der Erde noch kraftvoller. Und der Geist klarer, kann sich weiter öffnen. Und so kann auch Veränderung im Körper stattfinden. Und wenn ich in dieser Verbindung bin und mein Herz ganz weit öffne, die Mutter des Lichts sie sagt, die Liebe, das Lebendige, Leichte, Freie, bringt so diese Energien wieder in Schwingung. Und wenn sie das jetzt so sagt und ich auch diese Energie, diese Verbindung oder diese Herzverbindung mache, dann spüre ich, wie die Energie eigentlich nicht nur im Herz, sondern durch den ganzen Körper leicht und frei wird. Sie sagt, die reine Liebe stärkt dich auf allen Ebenen. Weil es so diese Ursprungsenergie ist. So können sich auch, also eigentlich das ganze System in uns kann sich verfeinern, die Kanäle werden, es kommt alles, also eigentlich die Energien wieder in Fluss. Weil wenn wir dieser Liebesenergie sind, dann wird es ganz weit und alles, was so angespannt oder eng war, löst sich und die Energien fließen. Also das ist im Körper, im Körper kommen die Energien in Fluss, aber auch im Geist, also dass auch die Gedanken freier und leichter sind.
das ist. Ja, das ist so eigentlich so der Moment, in dem ich mich selber wieder wahrnehme. Ganz in dieser Energie bin. So der Moment, in dem sich dann auch wieder Tore, Türchen öffnen können. Also das heißt, dass mir Dinge bewusst werden oder Ideen oder ich Impulse empfangen kann für mich. Und diese erdige, kraftvolle Verbindung zur Erde, also das im Körper sein und gleichzeitig diese Ausdehnung, diese reine, klare Energie in mir oder meine reine Energie so wahrzunehmen ist für mich ja eigentlich die schönste, kraftvollste Verbindung überhaupt. Und ich denke, ja, sich selbst zu sein, aus dieser Energie heraus zu leben, zu handeln, sich selber spüren, wahrnehmen, erkennen, was die Essenz ist, was wichtig ist für mich. Ich bedanke mich. Bedanke mich. Alles Liebe für dich.